Als die Corona-Krise im März 2020 die Welt fest im Griff hat, kommt es auf dem Flughafen von Belgrad zu einer überraschenden Szene. Der serbische Staatspräsident Vučić steht auf dem Rollfeld und begrüßt die Ankunft eines Flugzeuges aus China. Es liefert Schutzkleidung und Masken. Als Zeichen seiner Dankbarkeit küsst Präsident Vučić die chinesische Flagge. Eine unübliche Geste. In den Wochen zuvor hatte die Europäische Union wegen Engpässen kurzzeitig den Export dieser Güter in den Westbalkan gestoppt. China stößt genau in diese Lücke und präsentiert sich in der Stunde der Not als Freund und Helfer. Dabei pflegen die Größen der EU seit Jahren die Beziehungen zu Serbien, dem größten Land auf dem Westbalkan. Aber in Wahrheit ist es keine ehrliche Umarmung. Man kann gewisserweise sagen, wir sind zu einer Situation gekommen heute, wo die EU so tut, als würde sie erweitern wollen und die Regierungen so tun, als würden sie beitreten wollen. Ja, über viele Jahre hieß es auch, wir tun so, als würden wir uns annähern und die EU tut so, als würde sie uns wollen. Aber ich glaube, auch das ist mittlerweile überholt. Mittlerweile tut niemand mehr irgendwas. Es war eine große internationale Solidarität in Wahrheit nicht existiert. Evropska solidarnost ne postoji. To je bila bajka na papiru. Ja sam danas uputio posebno pismo, jer mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu. U ovoj teškoj situaciji to je Narodna Republika Kina. In den Wochen danach ist ganz Belgrad plakatiert. Mit Bannern und Parolen, die Serbiens Freundschaft zu China loben. Wer auf den großen Ausfallstraßen unterwegs ist, kommt nicht an ihnen vorbei. Das Konterfei von Chinas Staatspräsident Xi Jinping ist über Monate allgegenwärtig. Danke, Bruder Xi, ist darauf zu lesen. Dieser Film erzählt, wie stark China seinen Einfluss in der Region geltend macht. Und warum es schädlich für den Frieden in Europa ist, dass die EU China auf dem Westbalkan so sehr das Feld überlässt.